Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von eurer Gameplayerin und zurück in der dunklen Bruderschaft. Ich wusste gerade einen Moment nicht, was ich jetzt lieber sagen sollte. Wir haben ja in der letzten Folge die Notiz von Astara hinter uns entdeckt und die wollen wir uns jetzt heute einmal durchlesen. Initiantin, es hat sich eine Widrigkeit in Quatsch ergeben, die unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Sucht mich in der Freistadt auf, dann gebe ich euch weitere Anweisungen. Astara. Ich sollte mit Astara in der Freistadt der dunklen Bruderschaft sprechen. Ich kann euch aber direkt schon mal sagen, normalerweise, wenn ich mich richtig erinnere, liegen hier nicht diese Notizen rum. Wenn ihr denkt, okay, ich habe jetzt das Level voll gemacht, eigentlich müsste wieder eine neue Aufgabe kommen, dann müsst ihr immer zum Wegschrein zurückreiten, weil da steht eine, die euch dann immer wieder sagt, ihr sollt zurückgehen. Die Großpredigerin ist schon wieder dabei, Matrone. Diese großmäuligen Fanatiker! Es wird Zeit, ihnen eine Lektion über den Segen des Schweigens zu erteilen! Genug. Ich habe entschieden, wie wir auf diese üblen Predigten antworten. Initiandin, ich habe eine Aufgabe für euch. Wieder einmal wagen die frommen Dummköpfe von Quatsch es, den Zorn der dunklen Bruderschaft darauf zu beschwören. Eine solche Schmähung kann nicht lange ungesühnt bleiben. Was geht denn Quatsch vor sich? Als ob die Großpredigerin nicht schon genug Laster hätte, gegen die sie wettern könnte, predigt sie nun auch noch über die Bruderschaft. Sie sagt, wir wären schwach und ohne jede Macht. Ein zahnloser Drache, der nur Spott anstelle von Furcht verdient hat. Diese Lügen müssen verstummen. Für immer. Ich kann mich nach Quatsch aufmachen. Seid auf der Hut. Der Orden der Stunde hat seine Präsenz in Quatsch vergrößert. Meidet die Kriegerpriester, wenn ihr könnt. Trefft euch mit Tanek und bringt diejenigen Priester zum Schweigen, die sich gegen uns aussprechen. Einschließlich der Großpredigerin. Das wird sie Angst vor Sitis lehren. Meine blöde Frage, was sind denn Kriegerpriester? Die sind mir noch nie aufgefallen. Ich mache mich sofort auf den Weg nach Quatsch. Tanek wird euch in Quatsch treffen. Ich erwarte, dass ihr beide euch um die Großpredigerin kümmert und den Bewohnern dieser scheinheiligen Stadt die wahre Macht der dunklen Bruderschaft vor Augen führt. Erzählt mir mehr über diese Mission. Die Großpredigerin und ihre Priester verbreiten aus Gründen, die ich noch nicht nachvollziehen kann, Lügen über die Bruderschaft. Ob sie uns nun zu beleidigen trachtet oder nach irgendeinem fehlgeleiteten Gebot ihres Glaubens handelt, unsere Antwort ist klar. Diese unbesonnenen Priester müssen sterben. Wer ist diese Großpredigerin? Sie ist Teil der hochrangigen Priesterschaft in der Kathedrale von Quatsch und steht in der Hierarchie nur unter Primas Artorius. Sie wird aber nicht leicht zu finden sein. Vielleicht kann man sie hervorlocken, indem man ihre Untergebenen tötet. Verlasst euch andernfalls auf Tanek, um das Loch ausfindig zu machen, in das sie sich verkrochen hat. Wer ist Primas Artorius? Primas Artorius steht der Kathedrale von Akatosh in Quatsch vor. Die Kantoren und Prediger beugen sich seiner Autorität als Auserwählter des Drachengottes und selbst der Orden der Stunde befolgt seine Befehle. Fromm und glaubensstark wie er ist, finde ich diesen Mann absolut unerträglich. Müssen wir wirklich zwei Assassinen nach Quatsch entsenden? Nach dem Tod zweier Assassinen wird Vorsicht zur angemessenen Antwort, Initiandin. Ich erwarte, dass ihr es seid, der die Großpredigerin meuchelt. Tanek ist nur zur Unterstützung mit von der Partie. Mehr nicht. Sterben Assassinen oft, wenn sie auf ihre Mission gehen? Unter normalen Umständen nicht. Doch diese jüngsten Angriffe sind alles andere als normal. Konzentriert euch auf die Großpredigerin. Das ist eure Hauptmission. Wie ist es dieser Tage um den Ruf der Bruderschaft bestellt? Das einfache Volk fürchtet uns, die politischen Anführer dulden uns. Und jeder, der jemand anderen tot sehen will und dafür bezahlen kann, heuert uns ohne Zögern an. Unser Ruf bleibt unangetastet. Aber diese Angriffe durch die Prediger, sie haben offenkundig etwas vor. Was haben sie eurer Meinung nach geplant? Es könnte alles Mögliche sein. Gewiss haben Primas Artorius und seine Priester kaum etwas für die Bruderschaft übrig. Ich frage mich, ob die Kathedrale plant, das schwarze Sakrament zu verbieten. Würden sie so etwas wagen? So oder so sind diese Predigten schlecht fürs Geschäft. Initiantin, ich habe einen eigenen Kontrakt in Quatsch. Ich stoße zu euch und Tanek, sobald ich fertig bin. Drei Klingen bei einem Kontrakt? Ist das klug, Matrone? Sorgt nur dafür, dass die Großpredigerin stirbt, Initiantin. Das ist mein Hauptanliegen.
Okay, machen wir. Doch da ist der Ausgang. Dann werde ich mich jetzt mal nach Quatsch aufmachen. Und ja, wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, da sind wir wieder in Quatsch. Und hier vorne um die Ecke steht schon, oder hockt schon Tanek. Ich fragte mich schon, wie lange es dauern würde, bis ihr hier seid. Hat Astara euch nicht eine gewisse Dringlichkeit vermittelt, was diese Mission angeht? Nach all diesen Jahren scheint sie doch noch weichherzig zu werden. Amüsiert ihr euch denn wirklich über alles? Ja, das würde ich schon sagen. Ich sehe das Leben als komplizierte Abfolge von Streichen und Reihenfällen. Abgesehen davon ist dies eure Mission. Ich bin nur zur Beobachtung hier und um euch Hilfe anzubieten, falls ihr euch übernehmt. Wo wir gerade davon sprechen, versucht bitte euch nicht festsetzen oder töten zu lassen. Ihr werdet also nur herumstehen und zusehen? Nein, das wäre ja langweilig. Ihr fangt damit an, die Priester der Predigerin zu ermorden, während ich mich der wahren Herausforderung stelle. Ich mache ihr Versteck ausfindig. Dann suche ich nach euch, damit wir sie gemeinsam umbringen können. Das wird die Leute von Quatsch Angst vor Sithis lehren. Was geschieht, wenn ich bei einem Mord gesehen werde? Lasst euch nicht sehen oder schlachtet jeden ab, der euch in die Quere kommt. Tut, womit auch immer ihr euch am besten fühlt. Am Ende landen sie doch sowieso alle bei Sithis. Warum sich also sorgen? Und jetzt geht da raus und kümmert euch um die Großpredigerin und ihre verlogenen Priester. Klingt, als hätten wir einen Plan. Zeit, unsere Dolche mit Predigerblut zu benetzen. Es ist auch ein Plan... Auf der Hut, Neuklinge. Ja, ja. Es ist auch ein Plan, der mir gar nicht so schlecht gefällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist eigentlich entgegen der dunklen Bruderschaft. Er ist so nah dran, ich hab's geahnt. Die Tussi da hinten, die sieht mich, glaube ich, auch. Es gibt eine böse, verborgene Verderbnis in Quatsch. Ist das auch eine? Diese Schurken sind Feiglinge, die sich in den Oh nee, das ist gar kein... Doch, das ist doch eine. So, sehr schön, dann haben wir schon mal eine. Ich darf, glaube ich, nicht so lange warten, bis die anfangen zu reden. Das ist das Problem. Jetzt läuft hier gerade einer rum. Willst du mich denn... Dreh dich doch mal um und geh woanders hin. Ich muss den Typen beim Pinkel stören da hinten. Oh, jetzt dreht der sich natürlich um, das war so klar. Jetzt hau ab, Junge. Sofort. Humius Aquitus. Jetzt kommt die Tussi ja auch noch hin. Also ich habe eine Stelle, wo man normalerweise nicht entdeckt wird, muss ich dazu sagen. Aber, ja. Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir es ein bisschen schneller machen. Jetzt ist natürlich hier rechts auch noch die Wache. Wieso werden mir eigentlich die Gegner nicht mehr... Ach so, weil die Wache ja eigentlich gar kein Gegner ist, ja. Der Typ sieht mich. Okay, der Typ sieht mich nicht. Dann... So viel zu tun, so wenig Zeit. Die sind zahnlose Drachen. Oh, willst du mich denn... Jetzt hat er sich umgedreht und deswegen konnte ich den jetzt nicht anvisieren. Dann gucken wir mal, ob mein Lieblingsziel da ist. Leider gerade nicht. Doch, ist da, aber nicht da, wo es sonst ist. Hi. Unsere Beute verbirgt sich auf dem Sitz ihrer Familie bei Quatsch. Ich treffe euch dort, Neuklinge. Und falls ihr die Matrone wirklich beeindrucken wollt... Tötet unterwegs mehr Prediger. Ich kann es gerne versuchen, aber weil das ja jetzt eine Aufnahme ist, will ich jetzt hier nicht die ganze Zeit rumlaufen und ja gucken, ob ich jetzt doch noch welche kriege. Ich schaue mal eben hier hinten kurz nach, ob hier noch eine ist, die ein bisschen abseits steht. Ne, der eine hier oben ist auch nicht da. Dafür haben wir hier Diebesgut. Das können wir dann eine auch mal eben mitnehmen. Ja, da stehen sie direkt schon davor, natürlich. Kaufe und verkaufe. Oh.
Fürchtet nicht die dunkle Bruderschaft. Fängt wieder an zu labern. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, und ich möchte jetzt ehrlich gesagt kein Kopfgeld haben, dann könnt ihr zum Anwesen rübergehen, weil so kann ich nämlich jetzt hier schön rausspazieren und kann einfach weitergehen. Ich gehe jetzt erstmal das Anwesen ausspionieren. Da müssen wir allerdings auch ein bisschen aufpassen, weil da sind auch Wachen drin. Ich saus jetzt mal einfach hier so durch. Das war nicht das, was ich ursprünglich mal vorhatte. Eieieiei. Jetzt bin ich hier mitten reingelaufen, das mache ich sonst nie. Kann der Typ unten sich jetzt mal bewegen? So. Jetzt hat die Wache natürlich gewechselt. Die Frage ist, sieht der mich jetzt hier oben? Wahrscheinlich sehen die mich. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise sollte man kein Kopfgeld bekommen, wenn man hier rumläuft. Ich versuche hier trotzdem mal einfach so, so reinzugehen. Kein Orden der Stunde? Folgt mir, Neuklinge. Alles leer hier. Neuklinge, kommt leise mit und hört zu. Eure Beute regt sich unter uns. Großpredigerin, habt ihr den Standort der Freistadt schon ausgemacht? Leider starb dieser Assassine, ehe er mir Nützliches verraten konnte. Ich werde noch einen fangen. Versucht, diesen nicht zu töten, ehe wir nicht das Versteck der dunklen Bruderschaft kennen. Fürst Akatosh, erhöre unsere Gebete! Lasst mich die Leiche nur kurz vorbereiten. Wer ist diese Kriegerin in Schwarz? Eine Art Söldnerin? Jetzt gilt's. Folgt mir. Ich komme hier nicht rein. Sie folterte Simba. Solch eine Schmähung der Familie darf nicht sein. Wenigstens wusste er, wie man schweigt. Was für üble Magie ist das? Neuklinge, gebt acht. Ich bin so schwach. Da kann mich nicht bewegen. Zwei Assassinen? Es gibt sie als Pärchen. Das ist unerwartet. Ihr werdet den Standort der Freistadt der dunklen Bruderschaft offenbaren. Ich bleibe hier sitzen und warte, wer als erstes kommt. Sieht es oder der große Vater? Na gut. Tarnek, wollt ihr euch einfach hinlegen und sterben? Sie wussten, wir würden Simba retten wollen. Seine Leiche ist in eine Art üble Todesmagie gehüllt. Hoch mit euch, Milchtrinker! Sithes hat noch Arbeit für euch. Initiantin, die Großpredigerin gehört euch. Ich bringe Tarnek nach Hause. Jawohl. Schade. Es sah aus, ob das zu war und ich was mitnehmen konnte. Normalerweise kann man hier sehr viel mitnehmen, aber da wir davor offenbar schon zu viel mitgenommen haben, finden wir jetzt leider nicht mehr so viel. Außer ein Tagebuch, was wir uns natürlich wieder durchlesen können. Und sonst sind außer die Bücherregale, glaube ich, nichts mehr, was man hier einsammeln kann. Verfolgt die Großpredigerin. Verteidigt mich, Ritter vom Orden der Stunde. Zeigt dieser Assassine Akatosh wahre Macht. Welche Schläge? Die fallen ja direkt um. Ermordet mich, wenn es sein muss. Mach ich. Eure dunkle Bruderschaft nicht retten.
Kommt her, Priesterin. Für das Schlagen einer Dienerin Akatoshs wird euch der schwarze Akatosh, mein Geist sei tot. Also dein Geist nicht, aber du bist tot. So, können wir hier oben noch schnell was einsammeln? Natürlich nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ich glaube, weil das als Verlies gerechnet wird und wir beim letzten Mal halt eben schon viel eingesammelt haben, deswegen haben sie jetzt hier alles offen. Macht es für uns natürlich einfacher und schneller. So, wir sind jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Hier oben. Achso, immer noch auf dem Anwesen irgendwo an der Seite. Und wir sollen in die Freistadt zurückkehren. Da werde ich jetzt mal eben hinlaufen. Und dort sehen wir uns dann gleich wieder. So, sprecht mit Astara. Das ist einmal hier geradeaus. Und dem Rechtsknick hinterher. Kor hat Tanek nach Hause gebracht. Er ist verletzt, aber er lebt. Er sagte mir, ihr werdet der Großpredigerin nachgesetzt. Sagt mir, wurde das Werk getan? Die Großpredigerin und ihre Priester sind tot. Wir haben Simba gefunden, zu Tode gefoltert. Simba war einer unserer Besten. Sich so einfach fangen zu lassen. Ich hätte nie gedacht, dass die Großpredigerin oder der Orden der Stunde solch eine Tat bewerkstelligen könnten. Ich frage mich, wozu all diese Mühen? Eine Kriegerin in schwarzer Rüstung nahm Simba gefangen. Sie meinte, sie wollte wissen, wo sich unsere Freistadt befindet. In schwarzer Rüstung? Ich habe Gerüchte über eine solche Kriegerin gehört. Aber nach dem Standort unserer Freistadt zu suchen? Es scheint, als wären wir im Krieg gegen einen unbekannten Widersacher. Ich muss darüber nachdenken. Übrigens ist Tanek aufgewacht und hat darum gebeten, euch zu sehen. Ich gehe mit Tanek reden. Wo ist er denn? Da. Seid unbesorgt, Tanek. Ein Fässchen Met und ihr seid im Nu wieder auf den Beinen. Euer Met schmeckt nach Bienenkotze. Da passe ich lieber. Oh, Tanek, ich hasse es, dass euch das passiert ist. Ihr sorgt euch mehr als die Matrone, Hildegard. Ich bin im Handumdrehen so gut wie neu. Ah, die Neuklinge ist da. Macht mal etwas Platz, bitte, Kor. Sicher, Tanek. Doch ich rechne fest damit, dass ihr bald wieder Kontrakte abschließt, ja? Ich tue mein Bestes, euch nicht zu enttäuschen. Nehmt euch Zeit, Tanek. Oh, so viel zum Platz. Ich werde für eure schnelle Genesung beten. Mann. Kor und Hildegard meinen es gut, aber sie sind schlimmer als zwei Glucken. Ihr seid am Leben. Heißt das, dass die Großpredigerin nicht mehr unter uns weilt? Die Großpredigerin ist tot. Aber wie geht es euch? Wir sind uns nicht sicher, mit welcher Art von Magie die Großpredigerin den Leichnam Sinbas belegt hatte. Aber wenn ihr und Kor nicht gewesen wärt, wäre ich nun auch tot. Ich stehe in eurer beider Schuld. Wenigstens haben sie den Standort der Freistadt nicht in Erfahrung gebracht. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass sich jeder an Simbas Tapferkeit erinnert. Er weigerte sich, unser Geheimnis preiszugeben, ganz gleich, was die Großpredigerin ihm antat. Doch ich stelle mir deshalb auch gewisse Fragen über die Kriegerin, die in der Lage war, ihn zu besiegen. Ihr meint die Kriegerin in der schwarzen Rüstung? Simba konnte mich mühelos im Kampf bezwingen und diese Kriegerin bezwang ihn. Unterschätzt ihr Können und ihre Fähigkeiten nicht, falls sie ihr noch einmal begegnet. Sie macht die Jäger zu Gejagten und das ist ein Spiel, auf das ich nicht die geringste Lust verspüre. Gibt es noch etwas, was ihr gerade braucht? Vielleicht könnte mir ein süßer kleiner Waldelf das Bett wärmen, aber ich würde wohl einschlafen, bevor es an die guten Sachen ginge. Bleibt einfach wachsam, Neuklinge. Die Wurzel unseres Ärgers reicht tief in den Boden. Die Lage wird noch schlimmer werden, meine Freundin. Hört auf meine Worte. Ein süßer kleiner Waldelf. Jetzt ist der Kerl auch noch schwul, okay. Aber wieso ein Waldelf? Also, das war jetzt nicht auf mich bezogen, weil ich bin ja Protonin, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte zuerst, er macht mich an. Aber ich kenne jetzt keinen Waldelfen, der hier in der Bruderschaft ist. Keine Ahnung, vielleicht lernen wir ihn ja später noch kennen. Aber soweit ich mich erinnern kann, nicht.
Ja, wir haben Schuhe von Sitis Berührung bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Ja, und wir haben 10 Punkte in der dunklen Bruderschaft erhalten. Das ist immer gut und das ist wichtig, weil dadurch fehlen uns jetzt in Anführungszeichen nur noch 30 Punkte bis zum nächsten Level. Die müssen wir aber leider, leider selber noch erarbeiten mit Kontrakten, damit wir dann hier weitermachen können in der Bruderschaft. Achso, ich könnte hier die gestohlene Lieferung mal eben auspacken. Hier drin kann uns ja sowieso nichts. Ich wollte aber eigentlich gerade mal eben das Teil öffnen. Ach, wir haben beide noch nicht geöffnet, sehe ich gerade. Die Schuhe, einmal verstärkte Schuhe in leicht habe ich erhalten. Und einmal die Waffe, die wir, glaube ich, in der letzten Folge bekommen haben. Das ist Sitis Dolch gewesen. Beziehungsweise das ist Sitis Dolch. Das kann ich direkt mal lernen, obwohl ich es eigentlich nicht... Ach so, das sind ja Waffen gewesen, genau. Die werde ich dann mal eben binden. Ich weiß, wir sind jetzt gerade hier in der Aufnahme, aber das kann man mal eben ganz schnell machen. Ja, auch wenn das eine blöde Einstellung ist und ich aussehe, als ob ich einen neuen Bart hätte, sage ich trotzdem hier an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann die nächste Quest machen. Bis dahin muss ich dann halt noch ein wenig leveln. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.